Hallo, ich bin Dirk Grünberg von Hundeerziehung ohne Stress. Der größte Fehler beim Leinelaufen ist meiner Meinung nach oftmals, dass die Leute ihre Hunde einfach zu kurz an der Leine halten. Das heißt, sie geben ihnen nicht genug Leine. Wenn man nämlich von Anfang an die Leine immer stramm hält, hat der Hund einen Zug an der Leine und diese Kraft, die da auf den Hund wirkt, erzeugt automatisch eine Gegenkraft. Das haben wir in Physik schon gelernt. Und er lernt, sich uns zu widersetzen, indem er dieser Leinenkraft immer einer Zugkraft entgegensetzt. Und wenn man einen jungen Hund hat, einfach mal die Leine loslässt und wegläuft oder die Leine ganz abmacht und losläuft, dann laufen diese jungen Hunde automatisch hinter uns hinterher. Sie sind ja noch auf uns angewiesen. Genauso beim größeren Hund. Ich gebe ihm einfach mehr Leine, drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Jetzt ist er natürlich etwas irritiert, weil Herrchen geht ja ganz woanders hin. Dann kommt er mir wieder nachgelaufen. Dann ist es gar nicht nötig, den Hund ständig an so einer kurzen Leine durch die Gegend zu zerren. Der Hund lernt, Herrchen hat die Führung, ich gebe nach, ohne dass da eine straffe Leine dran sein muss. Und diese Flexileinen sind natürlich nur ein billiger Trick, weil die Flexileinen ja die ganze Zeit immer ein bisschen straff sind. Deshalb würde ich eher zu einer Schleppleine raten. Das heißt, eine lange Leine, die man hinterherlaufen lässt, hinterher schleifen lässt hinter dem Hund. Und wenn man in die andere Richtung gehen möchte und der Hund kommt gar nicht mit, dann zieht man kurz an ein Ende und setzt den Hund in Bewegung und danach lobt man ihn wieder. So sollte man von Anfang an versuchen, dass der Hund gar nicht erst lernt, an der Leine zu ziehen, weil wir die Leine so stramm gehalten haben. Man kann natürlich auch das Kommando Fuß noch üben und andere Dinge. Und das schauen Sie am besten mal unter www.hundeerziehung-ohne-stress.de nach.